Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen andere Perspektive. Und zwar habe ich ja letztens eine Abstimmung gemacht in einem meiner Videos, ob ihr eine Schminksammlung sehen wollt. Und ich dachte, dass ich die heute mal schnell für euch abdrehe. Ich habe meinen Autofokus ausgestellt und hoffe, dass ich euch das irgendwie so zeigen kann und das Bild nicht im Nachhinein, dass ich beim Schneiden dann feststelle, dass alles total katastrophal aussieht. Und das Video kommt heute auch von mir und nicht von Svenja. Die ist gerade in ihrer Klausurenphase und hat ein bisschen Stress und hat es leider nicht geschafft. Falls ihr irgendein Hintergrundgeräusch hört, ich habe hier so einen Hocker von Ikea und der quietscht immer so ein bisschen, also wundert euch nicht. Und bevor ich mit dem Video starte, noch eine kleine Info. Ich habe natürlich lange nicht so viel dekorative Kosmetik und Make-up-Produkte wie andere YouTuber, aber ich habe auch nicht so viel wie der Durchschnitt, würde ich jetzt sagen, also es ist auf jeden Fall kein Maßstab, wo man jetzt denken muss, das brauche ich auch unbedingt. Man kann sich auch gut mit wenig Kosmetik schön schminken. Das hat damit nichts zu tun. Es ist halt einfach ein Hobby von mir und von Svenja ja auch. Sie sagt das ja auch öfter in ihren Videos. Und uns macht das Spaß. Wir machen das schon seit Jahren. Das hat sich halt einfach so angesammelt. Wir haben das ja auch nicht alles auf einmal gekauft. Und ja, ist auf jeden Fall kein Maßstab. Und ich würde sagen, ich starte mal mit diesem Teller, den ich hier vorne habe. Das ist einfach so ein kleiner Teller von Ikea, ist der, glaube ich. Und da sind einfach so ein paar Pflegeprodukte drauf, die ich jetzt auch einfach mal zu meiner Schminksammlung dazu zähle, weil das hier halt alles so mein Schminktisch ist. Und ja, diese Pflegeprodukte gehören für mich halt einfach zum Schminktisch dazu, weil ich das halt hier auch immer benutze. Ich habe hier von L'Oreal dieses Hydrogenious, das benutze ich ja sehr gerne. Dann habe ich hier aus dieser Balea Beauty Effect Reihe, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Einmal so ein Augenserum und das hier ist auch nochmal so ein Hyaluron-Booster. Dann habe ich von Kiko neu diesen Radiant Boost Face Primer. Den habe ich jetzt schon mal benutzt, den finde ich eigentlich ganz gut. Der macht das Hautbild einfach so ein bisschen ebenmäßiger. Dann habe ich nochmal aus dieser Beauty Effect Reihe auch diesen Faltenfiller. Dann habe ich hier noch aus einer Glossy Box, ist das meine ich, von Talika, diesen Photo Hydra. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch so eine Art Primer. Auf jeden Fall macht das das Hautbild auch ganz schön. Und dann habe ich hier noch so Ampullen, einmal Kollagen und einmal so ein Feuchtigkeitsserum. Das ist beides von, erstmal ist das beides total verstaubt. Das ist beides von Revox, das habe ich in Spanien gekauft und ich bin mir gar nicht sicher, ob es das hier gibt. Allerdings finde ich die beiden auch sehr, sehr gut und benutze ich sehr gerne. Achso, und noch von Lush eine Augencreme, die habe ich auch mal in einem Haul, glaube ich, gezeigt. Hier habe ich einfach so einen Spiegel, der hat einmal eine Vergrößerungsseite und diese normale. Ich habe zwar hier über dem Schminktisch so einen ganz großen, diesen Hohwertspiegel von Ikea hängen, zeige ich euch jetzt allerdings nicht, weil man dann noch meine ganzen Bilder und so auf der anderen Seite meines Zimmers sieht. Und den benutze ich hauptsächlich, also der ist halt ja, fast 2 Meter lang. Aber wenn ich meine Augenbrauen und so mache, habe ich immer ganz gerne nochmal so einen kleineren Spiegel da. Dann geht es hier weiter mit meiner Hydra Bomb Tagespflege. Dann habe ich hier auch nochmal von Revox auch nochmal so eine Tages- und Nachtpflege ist das. Dann die Beauty Effect Tagescreme von Balea. Davon bin ich noch nicht so begeistert. Und dann habe ich hier noch meine Parfums. Die sind eigentlich nur noch Deko, weil ich Parfüm nicht mehr benutzen kann, weil ich davon sehr starke Kopfschmerzen bekomme. Das hier ist dieses Dolce & Gabbana The One. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Dann Hypnotic Poison von Dior. Das liebe ich und ist so ein relativ schwerer Winterduft. Und dann noch eins von Lacoste. Ich weiß auch nicht, wie es heißt, aber ich liebe es. Und Armani She. So heißt das, glaube ich. Ja, wie gesagt, ich kann mich einfach irgendwie nicht von den Düften trennen, weil ich sie so gerne mal benutzt habe, aber ich benutze das jetzt nur noch für so besondere Anlässe. Hier hinten ist nur eine Box von meiner Anlage. Dann habe ich hier Gesichtspinsel. Ich drehe wahrscheinlich hier nach auch noch mein Pinsel aussortieren Video. Da werden wahrscheinlich ein paar von verschwinden. Auch einfach so ein Eimer von Ikea. Dann würde ich einmal kurz die Kameraeinstellung ändern, damit wir die andere Seite vom Schminktisch noch sehen. Und so sieht die andere Hälfte meines Schminktisches aus. Hier habe ich meine ganzen Blenderpinsel. Hier sind so die
Gesichtspinsel, die ich täglich benutze. Hier sind noch so ein paar Wimpernbürsten von Evelyn, ist das, glaube ich. Und eine Haarschere. Dann habe ich hier so einen Eimer, da sind einfach Wattepads drin, weil ich hier abends immer mein Gesichtswasser benutze. Ich habe hier das Micellenreinigungswasser von Garnier und das Micellenwasser von Balea für trockene Haut. Dann habe ich hier noch mein Fixing Spray von NYX. Das ist das Matte Finish. Ich glaube, da gibt es noch ein anderes. Dann habe ich hier noch ein Gesichtswasser von Lush. Das benutze ich auch ganz gerne. Das riecht so ein bisschen nach Meeresbrise. In der Flasche steht da drauf, also so ungefähr. Und dann noch ein Fixing Spray aus der LE von Catrice. Da mag ich den Sprühkopf sehr gerne. Das macht so einen sehr, sehr feinen Strahl einfach. Und dann habe ich hier auf meinem Schminktisch immer noch eine Lippenpflege stehen. Das ist jetzt von Blistex Med Plus. Und dann habe ich mir hier mal so ein kleines Türmchen von Amazon bestellt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das so ein großer ist, wo man halt so Lidschattenpaletten einsortieren kann. Leider nicht. Hier liegt einfach so ein Pinsel von Kiko drauf, weil ich den schlecht hier so in diese Pöttchen stellen kann. Und dann habe ich hier noch so einen ganz kleinen von Bare Minerals. Der war in meiner Glossy Box irgendwo mit drin. Ich glaube in so einer Powder Foundation oder sowas. Und hier in diesem Türmchen habe ich jetzt, weil halt keine Lidschattenpaletten reinpassen, meine ganzen Concealer. Habe ich einen von Manhattan, hier den Fit Me Concealer, hier den Perfect Match von L'Oreal und hier die I Love Color Intensifying Eyeshadow Base, heißt die, glaube ich, von Essence. Dann geht es hier auch nochmal weiter mit Concealern von NYX, der HD Concealer, der Camouflage Concealer von Essence. Nochmal der von NYX und ich habe, das ist beides CW01. Ich habe allerdings das Gefühl, dass der, den ich neuer gekauft habe, das ist dieser hier, dass der ein bisschen heller ist. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera jetzt auch sieht, aber ich weiß nicht, ob die da irgendwie was an der Formulierung geändert haben oder so. Oder in der Farbe generell. Auf jeden Fall kommt es mir so vor. Und dann habe ich hier noch die Catrice Camouflage Cream. Hier habe ich so meine Corrector drin, diese vier von Catrice, diese Camouflage Creams. Und hier ist noch von Bare Minerals dieses, ja, ich weiß nicht, ob das ein Puder ist oder eine Foundation, wo halt auch dieser Pinsel bei war. Allerdings ist mir das ein bisschen dunkel, deshalb habe ich das bis jetzt noch nicht so benutzt. Vielleicht im Sommer, wenn man ein bisschen gebräunt ist, funktioniert das vielleicht besser. Dann habe ich hier noch, auch aus der Glossy Box, so eine Pflege von Hey Honey. Die finde ich super, super gut. Nur ich glaube, das gibt es nicht in Deutschland zu kaufen, aber falls ich das irgendwo nochmal finden sollte, werde ich mir das definitiv nachbestellen. Dann habe ich hier noch diese Break Rules. Die haben wir, glaube ich, auch mal aus der Glossy Box gehabt von Olution. Die mag ich allerdings ganz gerne. Das ist einfach so eine Augencreme. Dann habe ich hier von Kryolan einen Eyeshadow Primer. Mit dem bin ich auch ganz zufrieden. Der war auch mal in der Glossy Box. Und noch eine Probegröße von dem Pore Filler von Benefit. Nee, gar nicht Pore Filler. Professional heißt der. ja, den finde ich auch ganz gut. Werde ich mir wahrscheinlich nicht nachkaufen, weil er mir einfach ein bisschen teuer ist. Und ich denke, dass es da auch ganz gute, günstige Alternativen gibt. Oh Gott, ich fürchte jetzt schon, dass dieses Video unfassbar lang wird. Dann habe ich hier auch noch eine Augencreme von Balea. Das ist so eine Urea-Creme, die benutze ich eigentlich selten und eigentlich kann die auch mal weg. Hier noch von Balance Me, auch aus der Glossy Box, Wonder Eye Cream. Die versuche ich eigentlich nur noch aufzubrauchen. Dann habe ich hier meinen Master Camo von Maybelline in Rosa, weil ich irgendwie keinen Platz dafür habe. Ich weiß nicht genau, wo der noch hin soll. Hier noch eine Bepanthen und noch eine Herpescreme, also nichts Spektakuläres. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur dekorativen Kosmetik. Wir machen, ich habe zwei Schubladen an dem Schreibtisch und noch eine in einem Alex, der neben meinem Schminktisch steht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mit den Schubladen weiter. So, das ist jetzt meine linke Schublade aus meinem Schreibtisch. Ich habe gerade mal so ein bisschen umsortiert, weil ich halt meinen kompletten Schminktisch einmal ausgeräumt habe und alles sauber gemacht habe und so. Ich habe hier oben meine ganzen Foundations. Hier ist so eine Probe von Estée Lauder. Dann habe ich hier ein Prime and Fine Primer von Catrice. Den benutze ich allerdings eher selten.
Hier die Dream Cushion Foundation benutze ich sehr, sehr gerne von Maybelline. Das ist halt einfach mit so einem Schwämmchen. Ihr kennt das bestimmt. Und da gehe ich immer ganz gerne mit dem Real Techniques Schwamm direkt rein. Dann habe ich hier die Even Skin Tone von Catrice. Die finde ich ganz gut, ist mir allerdings im Moment auch ein bisschen zu dunkel. Dann habe ich hier von Max Factor die Miracle Match. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ist mir allerdings auch gerade ein bisschen zu dunkel und ich benutze halt irgendwie generell einfach nicht so viel Foundation. Von Astor diese, das war mehr oder weniger ein kleiner Fehlkauf, weil die ist ganz schön rosa. Die Skin Match Protect Foundation von Astor finde ich sehr, sehr gut. Die All About Matte von Catrice finde ich mittlerweile nicht mehr so gut, weil die, ich finde, die setzt sich einfach sehr schnell ab an diesen trockenen Stellen im Gesicht. Hier habe ich von Alverde, das war jetzt in der letzten Glossy Box, so eine, ich glaube, getönte Tagescreme, kann man dazu sagen. Und dann hier noch die Stay Matte But Not Flat von NYX. Das ist auch eine Liquid Foundation, darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und wenn ich dran denke, verlinke ich es euch. Hier noch eine Probe aus der Apotheke von Avène. Das ist einfach so eine Face Lotion. Hier die BB Cream von Manhattan. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Obwohl ich die, also ich finde die sehr, sehr gut und eigentlich sehr schade, dass es die nicht mehr gibt. Dann habe ich hier noch diesen Glow Primer. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Der war auch in meiner Glossy Box. Habe ich einmal ausprobiert. Habe ich jetzt aber nicht so vom Hocker gehauen und ich stehe auch einfach nicht so darauf, wenn man im ganzen Gesicht so schimmert. Hier noch eine BB Cream von Garnier, die finde ich auch gut. Und noch eine Visible Clear Neutrogena BB Cream, nee, CC Cream. Die habe ich noch gar nicht weiter ausprobiert, die war auch mal in der Glossy Box. Werde ich aber, denke ich, nochmal testen. So, hier unten habe ich meine ganzen Puder. Das ist eins von Ellen Beatrix, das Loose Powder. Das kommt in so einem, das kann man so aufdrehen. Oh ja, und das sieht immer wunderschön aus, weil dieses Netz leider nicht fest ist. Ich benutze das ganz gerne, allerdings würde ich es mir schon aufgrund der Verpackung nie wieder kaufen, weil es halt einfach eine unfassbar große Sauerei ist. Dann habe ich hier von Kiko so ein Puder mit so einer Puderquaste. Allerdings, das ist so ein Puder, das trägst du dir auf und du kriegst keine Luft mehr, weil das einfach, ich weiß nicht, das hat so einen komischen Nebel. Es ist einfach schwer, viel zu atmen. Dann hier von NYX das Studio HD Finishing Powder. Das finde ich sehr, sehr gut. Allerdings benutze ich es nicht mehr, um einen Concealer zu setten, weil ich das Gefühl habe, dass es dann so ein bisschen oxidiert oder den Concealer dunkler macht. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich daran liegt oder einfach an dem Concealer, den ich zu der Zeit immer benutzt habe. Aber sonst finde ich das sehr gut. Dann habe ich hier auch aus der Catrice LE noch ein Make-up Freezing Powder. Das schimmert irgendwie so ein bisschen bläulich, habe ich das Gefühl. Habe ich jetzt auch noch gar nicht so intensiv getestet. Ja, werde ich aber noch tun. Dann habe ich hier noch das Essence All About Matte Fixing Powder. Das kennt ihr bestimmt. Das ist gut, das benutze ich immer wieder, kaufe es immer mal wieder nach. Dann habe ich hier noch zwei von den Bella Pierre Banana Powder. Das eine ist, glaube ich, von Svenja. Wir hatten das beide in meiner Glossy Box. Und eine Zeit lang habe ich das sehr oft benutzt. Dann habe ich aber irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass es immer so ein bisschen so einen gelben Schleier unterm Auge hinterlässt. Aber ich werde die definitiv, glaube ich, noch aufbrauchen, weil ich bin damit eine ganze Zeit lang sehr gut zurechtgekommen. So, dann geht es weiter hier mit meinen Eyelinern. Da habe ich dann tatsächlich eine Menge. Einmal den Cushion Eyeliner von Essence. Das ist auch einfach ja, mit so einem Kissen, was getränkt ist in Eyeliner. Den finde ich tatsächlich nicht schlecht. Allerdings ist der nicht wasserfest und da verläuft mir sehr oft der Wing. Dann habe ich hier meinen absoluten Favoriten, den Gel Eyeliner von Manhattan. Den habe ich mir auch schon nachgekauft und den finde ich einfach super. Das ist in so einem Pöttchen. Und in Kombination mit dem Wing Liner von Zoeva ist das einfach, ja, der perfekte Eyeliner für mich, damit komme ich am besten zurecht. Dann habe ich hier neu von Love diesen The Row Liner. Und eigentlich wollte ich dazu nochmal ein First Impression machen und habe ihn tatsächlich auch immer noch nicht benutzt, obwohl er jetzt bestimmt schon 2 Wochen in meiner Schublade liegt. Ich kann mal eine Abstimmung machen,
in diesem Video. Und dann könnt ihr mir mal sagen, ob euch das interessieren würde. Das ist halt einfach ein Eyeliner, der so ein... Oh Gott, ich habe den noch gar nicht aufgemacht. Der hat halt... Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. So ein kleines Rädchen. Anstatt eines Pinsels. Dann habe ich hier einen... Ich weiß gar nicht, ich glaube, den habe ich zweimal... Der war, glaube ich, auch mal in der Glossybox und Svenja hat mir ihren, glaube ich, auch gegeben. Feiße Flex, ich weiß gar nicht, wie das heißt, von CRT London. CRT, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall eine relativ dünne Filzstiftspitze. Finde ich sehr gut, nur was ich bei solchen Filz-Eyelinern immer ein bisschen doof finde, ist, ich finde, wenn die eine Weile liegen, dann geben die einfach nicht mehr so gut Farbe ab. Habe ich hier auch noch zwei von Essence. Einmal den Eyeliner Pen und einmal den Superfine Eyeliner Pen. Die sind, soweit ich weiß, beide wasserfest. Der eine hat halt ein bisschen längere Spitze als der andere. Also dieser Superfine hat halt eine sehr lange Spitze. Komme ich so an sich auch gut mit zurecht, aber wie bei den anderen Filzlinern eben auch, habe ich immer das Gefühl, dass die ein bisschen schnell austrocknen. Dann habe ich hier nochmal den Glam & Doll Super Black Liner von Catrice. Den finde ich gut. Dann habe ich hier aus einer Manhattan, ich weiß nicht, ob das eine LE ist, Ink Me Eye & Body Liner. Ja, den habe ich auf jeden Fall erst neu und ich meine, es war eine LE. Den finde ich leider nicht so gut. Ich finde einfach, dass das, ja, also der malt zwar gut, allerdings ist das so eine flüssige Konsistenz. Dann habe ich immer das Gefühl, es wird so ein bisschen fleckig. Und irgendwie komme ich damit einfach nicht so gut zurecht. Dann hatten wir jetzt in dem Tauschpaket hier diesen Metal Art Eyeliner von Essence. Den finde ich ganz cool und ist halt auch mal was anderes. Hier noch von Alverde so ein Bio Liquid Eyeliner. Angeblich mit goldenem Schimmer. Aber wenn man das auf dem Auge aufträgt, sieht man das tatsächlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier erkennen könnt, aber ich eher nicht. Dann habe ich hier noch von Manhattan den Dip Eyeliner. Oh, ja, der ist schon ziemlich eingetrocknet und ich glaube, den schmeiße ich mal weg. Und den Essence Urbanized Graffiti Ink Eyeliner. Damit bin ich auch immer sehr gut zurechtgekommen. Der hat schon von Natur so ein bisschen eine Spitze, die so ein bisschen gebogen ist. Die ist aber sehr spitz zulaufend und damit bin ich auch immer gut klargekommen. Den benutze ich auch immer noch sehr gerne. Und dann habe ich hier noch von Love einen Dip Eyeliner. Den finde ich allerdings nicht so gut. Es ist zwar fast genau die gleiche Spitze, aber die ist vorne so kratzig. Also man merkt das richtig auf dem Augenlid und das ist irgendwie nicht so ein angenehmes Gefühl. Das ist meine Blush-Reihe und auch eigentlich so, dass ich, was ich am liebsten benutze, das hier hinten im Vergleich ist alles Bronzer, Contour und Highlighter. Also ich bin definitiv mehr so das Blush-Girl. Ich habe hier einmal von W7 den Candy Blush. Das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Kann ich euch einmal kurz swatchen. Mag ich, ja, sehr gerne. W7 ist ja immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das auch irgendwas... Irgend so ein Dupe sein soll. Das ist die Farbe Gossip. Den hier mag ich auch sehr gerne. Das ist der Silky Touch Blush von Essence. Habe ich hier von NYX noch einen Baked Blush. Den finde ich ganz süß mit dieser Schleife hier. Und den mag ich auch sehr, sehr gerne. Das ist so ein schimmernder Peach-Gold-Ton. Dann habe ich hier von Bombshell Cosmetics, heißt das, glaube ich. Das ist auch von aus einer Glossybox. Zeitlang habe ich den sehr gerne benutzt. Im Moment ist der mir ein bisschen zu glitzerig. Also zu doll einfach. Und weil ich jetzt gerade auch die von Kiko so oft in Benutzung habe, die Glow Touch Blushes von P2 finde ich sehr, sehr gut. Der ist mir schon mal runtergefallen. Allerdings habe ich den auch sehr, sehr viel benutzt. Also falls ihr einen guten, günstigen Blush sucht, guckt euch gerne mal die Glow Touch Blushes an. Dann auch aus dem letzten Tauschpaket von Trended Up der Paula Blush. Den habe ich jetzt erst einmal in dem Video benutzt. Aber den werde ich auf jeden Fall gerne weiterhin auch benutzen, denke ich. Dann hier auch aus der Glossy Box dieses Set.
mit zwei so Blushtönen. Die finde ich aber beide auch sehr, sehr schön. Ja, mag ich sehr gerne. Und finde ich auch mal sowas finde ich ganz praktisch für unterwegs. Hat man halt zwei Farben, hat noch einen Spiegel dabei. Es geht auch nicht irgendwie nicht so schnell auf oder kaputt. Dann habe ich hier noch, ich glaube, das ist Highlighter und Blush von Svenja. Den hat sie, glaube ich, aussortiert und ich wollte den mal testen. Ja, habe ich noch gar nicht getan, aber werde ich auf jeden Fall. Und dann kommen wir hier zu meinen vier Kiko Blushes und auch eigentlich meine liebsten, die ich habe. Da ist mir hier leider schon mal der Deckel kaputt gegangen. Aber ach, ich finde einfach immer diese Farben so wunderschön. Und die haben, ich finde, Kiko hat so einen tollen Schimmer einfach. Das ist zwar immer schon ganz schön krass, so für den Alltag jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen. Aber, weiß ich nicht, ich verliebe mich einfach immer in die Blushes. Die habt ihr, glaube ich, auch schon öfter mal jetzt in den Videos gesehen. Es sind allerdings alles Blushes aus LEs. Also das sind jetzt keine, die im Standardsortiment sind. Den hier finde ich besonders schön. Ach Gott. Der macht so einen schönen Schimmer aufs Gesicht. Und den hier finde ich auch wunderschön. Allerdings ist das so eine krasse Farbe. Meine Kamera hat gerade irgendwie das Video geteilt. Ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben war. Auf jeden Fall, der hier ist sehr, sehr doll pigmentiert. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen. Achso, und hier unten habe ich noch eine Palette von NYX. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. So ein paar Töne sind mir ein bisschen zu extrem, wie zum Beispiel dieses Pink hier unten. Oder das hier ist mir auch schon fast ein bisschen zu dunkel für einen Blush. Hier unten ist eigentlich so eine Ablage, wo ich so alles Mögliche drin habe. Das hier ist so ein Make-up-Korrekturstift. Das hier ist von The Balm mein Augenbrauenpuder, was ich täglich in Benutzung habe. Damit bin ich sehr zufrieden. Hier zwei Augenbrauen-Gele, einmal von Pixi Beauty. Das benutze ich nicht so oft. Und da finde ich halt schade, dass man das so doll sieht, dass sich das so verfärbt. Und das Make Me Brow von Essence. Das benutze ich sehr, sehr gerne, weil das so eine schöne kleine Bürste hat. Und dann habe ich zwar hier auch noch das Gimme Brow von Benefit, allerdings ist das eigentlich schon länger aufgebraucht, nur manchmal benutze ich halt dieses Bürstchen einfach nochmal ganz gerne, um nochmal durch meine Augenbrauen zu gehen. Dann habe ich hier eine Empfehlung tatsächlich von Manhattan, den Eyemazing Double Effect Kajal. Die Seite habe ich noch nicht benutzt, das ist so ein Eyeshadow. Aber diesen Kajal benutze ich immer für meine obere Wasserlinie und der hält bombenfest. Ich habe schon so lange einen Kajal gesucht, der einfach nicht mehr von der Wasserlinie verrutscht. Und hier habe ich einen gefunden. Also falls ihr auch nach sowas sucht, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich hier einen Kajal von Wet n Wild, den finde ich nicht ganz so gut. Und hier einen von Jet Black Eyeliner, ich glaube den habe ich mir in Brüssel gekauft. Den finde ich aber auch ganz gut. Ich glaube, das war sogar so ein Zweierpack. Ich finde allerdings gerade den zweiten nicht. Dann habe ich hier noch so einen Kajal Eyeliner in Braun von Manhattan. Den benutze ich relativ selten. Dann habe ich hier meinen Catrice Date with Ashton. Den finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann habe ich hier von Barbour einen Eyebrow Pencil. Der hat auch... der ist so weiß angelaufen. Witzig. Der ist mir ein bisschen zu rotstichig, aber ansonsten so von der Formulierung und so mag ich den auch ganz gerne. Hier ist noch so ein Spuli dran. Dann habe ich hier noch so einen ganz dünnen aus der Catrice LE. Allerdings, ich weiß auch nicht, warum ich den so selten benutze. Die Farbe ist eigentlich schön. Ich denke, ich werde den nochmal aufbrauchen. Habe ich hier noch von Yves Rocher einen Kajal. Der gefällt mir leider auch nicht ganz so gut. Und dann habe ich hier noch zwei von diesen Catrice Brow Definern. Das sind einfach diese mit dieser Filzstiftspitze. Sind aber tatsächlich ganz schön dunkel. Ist beides die gleiche Farbe, stelle ich gerade fest. Also die sind schon ein bisschen da. Wäre ich auf jeden Fall immer angesprochen, ob ich was anders mit meinen Augenbrauen gemacht habe, weil die schon ganz schön doll sind. Aber ich habe halt auch sehr, sehr helle Augenbrauen. Dann hier habe ich so einen Smoky Pencil von... ich weiß leider nicht wovon. Weil der ist nämlich auch wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nur leider nicht mehr, welche Marke das ist. Und dann habe ich hier noch von NYX den Micro Brow Pencil. Den finde ich auch sehr gut. Allerdings für den Preis ist mir das ein bisschen wenig Produkt, weil der ist halt echt schnell aufgebraucht. Und hier kommen wir zur Mascara. Ich glaube, ihr könnt das jetzt nicht ganz so gut sehen, aber ich hole sie ja sowieso alle raus.
Ich habe hier einmal die Catrice Glam & Doll. Die finde ich nach wie vor sehr gut und ich glaube, viele von euch kennen sie auch. Einfach so ein bisschen geschwungenes Bürstchen und ist auch wasserfest. Dann habe ich hier die Lash Princess von Essence. Diese grüne Version, die gibt es auch noch in so einer lila Version. Die mag ich nicht so gerne, aber hier diese grüne mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Dann hier noch von Essence die I Love Extreme Mascara. Die hat eine relativ dicke Bürste, aber auch die benutze ich sehr, sehr gerne. Hier ist diese Volume Shake Mascara. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt hören. Die ist mir ein bisschen flüssig und die hat mir irgendwie ein bisschen zu viel Produkt auf dem Bürstchen. Aber so an sich finde ich die nicht schlecht. Von NYX habe ich hier so ein Lash Primer, das ist halt einfach so eine weiße Mascara, die finde ich tatsächlich auch gut, vergesse ich nur irgendwie immer wieder zu benutzen. Die Catrice Glam & Doll, diese pinke Variante, finde ich auch sehr gut. Die hat auch so ein bisschen ein geschwungenes Faserbürstchen, kein Gummibürstchen. Diese hier, Icona Milano, die war auch meiner Glossy Box, die benutze ich so gut wie nie und eigentlich kann die auch weg. Habe ich hier noch die relativ neue Total Temptation von Maybelline. Die haut mich tatsächlich nicht so um. Die war ja bei sehr vielen sehr beliebt, aber ich finde die tatsächlich gar nicht so gut. Dann habe ich hier noch eine von Revlon. Das ist diese pinke. Ja, finde ich auch gut, kann ich nichts gegen sagen. Würde ich mir allerdings nicht nochmal nachkaufen, weil die halt relativ teuer sind. Und ich einfach finde, dass es da günstige, gute Alternativen gibt. Colossal Go Chaotic. Die finde ich so an sich auch gut, nur ist mir da auch immer ein bisschen zu viel Produkt an der Bürste. Hier noch eine, die ich leider nicht so gut finde, von Avon aus dieser MAC-Reihe, die Big in Style. Da ist mir die Bürste irgendwie ein bisschen zu kratzig. Ich finde, das merkt man immer so doll im Wimpernansatz. Habe ich hier noch so eine kleine, die war mal bei irgendeiner Palette mit bei. Die Great Lash von Maybelline, die benutze ich sehr gerne für meine unteren Wimpern, weil die so ein ganz kleines Bürstchen hat. Und dann habe ich hier noch eine, die habe ich gar nicht ausprobiert bis jetzt. Von Nutralash, auch aus einer Glossy Box. Eine Waterproof Mascara, die werde ich aber auf jeden Fall auch nochmal testen. So, dann habe ich hier noch so ein kleines Pöttchen, da ist aber eigentlich nichts Spannendes drin. Ich habe hier so einen Duo-Kleber, so einen Spachtel, ein paar Haargummis, Haarspangen. Ja, also so eine Kramkiste. Diese ganzen Aufbewahrungen, diese hier, ihr seht schon, die sind von Ikea. Dieses hier unten drin, das hier ist eine Besteckeinteilung eigentlich. Und hier ist ja auch nochmal diese kleine, das kann ich euch mal unten verlinken. Und so, machen wir einmal weiter mit der nächsten Schublade. Hier ist hauptsächlich so Lippenkrams drin. Ich habe hier oben so ein paar Monolidschatten. Das hier ist einer von Amazon, Ubab, wie auch immer man das ausspricht. Das ist eigentlich mehr so ein, das ist halt ein sehr krasser Schimmerton. Dann habe ich hier was aus der Glossy Box, was ich bis jetzt noch nicht benutzt habe. Das ist von Bang Beauty. Einfach so ein goldenes Gel-Zeugs fürs Auge. Dann habe ich hier noch welche von Essence und diesen The Metals. Der ist mir leider kaputt gebrochen, ist aber eine sehr, sehr schöne Farbe. Hier noch vom P2 so ein Color-Up Eyeshadow. Die Farbe mag ich sehr, sehr gerne. Ist einfach so ein Rostrotbraun, würde ich sagen. Das hier ist einer von Wet n Wild. Benutze ich sehr selten tatsächlich, aber ich benutze Monolidschatten irgendwie generell sehr selten. Den hier habe ich letztens im Sale gekauft. Das sollte eigentlich so meine Base werden für einfach um mein Lid immer zu setten. Allerdings schimmert der ganz leicht. Aber finde ich trotzdem gut. Und dann habe ich noch von Mua Makeup Academy. Ich glaube, der ist auch aus Spanien. Das ist halt so ein ganz krasser, goldener. Also, der ist schon heftig. Da habe ich hier meine ganzen Blender. Das ist, glaube ich, einer von Essence. Geil, jetzt habe ich den ganz eingesaut. Der, weiß ich gar nicht, ist von Amazon, glaube ich. Das ist, glaube ich, der von Ebelin. Das ist der Real Techniques. Den benutze ich auch am liebsten. Die kleinen von Real Techniques sind auch super. Und dieser kleine von Essence ist halt im Vergleich zu denen ziemlich hart. Und dann habe ich hier noch so eine Quaste von Maybelline. So, ich habe gerade mal meine Hände von den Swatches befreit. Hier habe ich jetzt alles mögliche an Liquid Lipsticks. Diese hier habe ich letztens schon mal vorgestellt. Das sind,
immer in Kombination von Max Factor. Die sind super, super gut. Die halten super lange. Genauso wie diese hier. Die halten auch super gut, super lange. Lassen sich toll auftragen. Und auch diese hier von Manhattan. Lips to Last heißen die. Also diese drei Liquid Lipsticks kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Habe ich auch beide in mehreren Farben. Hier habe ich noch diese von Rival de Loop. Die waren mal passend mit so einem Lip Liner, glaube ich, immer. Finde ich jetzt gerade nicht. Die Soft Matte Lip Creams finde ich auch sehr gut von NYX. Dann habe ich hier zum Geburtstag von Clinique so ein... Das ist eigentlich ganz interessant. Es hat hier so einen Schwämmchen-Applikator. Und dann kann man halt mit dem Schwämmchen da so rein und das dann, glaube ich, auch irgendwann da so drauf drehen. Ist eine sehr, sehr schöne Farbe, allerdings auch ziemlich krass. Hält aber auch ganz gut. Dann den hier habe ich mir, glaube ich, auch mal in Spanien gekauft, auch von diesem MUA. Ich weiß nicht, wie das heißt. Die sind aber auf jeden Fall, glaube ich, für krasse Pigmentierung, weil da war eben dieser goldene Lidschatten von. Und das hier ist auch halt einfach so ein... Das ist so ein mega krasses, glossiges Pink. Dann habe ich hier noch von Rival de Loup Young. Dann habe ich hier noch welche von Amazon. Die finde ich so von der Haltbarkeit auch ganz gut. Aber die haben irgendwie ein komisches Gefühl auf den Lippen. Also die mag ich vom Tragen nicht so gerne. Hier noch einen aus der Catrice LE. Das soll auch so ein Sexproof Lip Ink sein. Allerdings ist die Farbe irgendwie viel pinker als in dem Döschen und es gab keine Tester. Ja, und der hält auch tatsächlich nicht so gut, wie es draufsteht. Hab hier auch noch so einen ganz krassen von NYX. Halt auch so eine Farbe, die man eigentlich nur zum Videodrehen tragen kann. Aber ist schon, also der hat auch eine super Deckkraft. Habe ich hier einen von Lottie London. Den finde ich leider nicht so gut. Der hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich den einfach vom... Kommt mit dem Auftragen nicht so gut klar. Muss ich aber auch nochmal eine Chance geben vielleicht. Hier ist noch einer von diesem MUA. Nochmal so ein Barbie-Pink. Ich weiß auch nicht, was damit mir los ist, dass ich mir so viele Barbie-Farben gekauft habe. Finde, ähnelt dem von NYX schon so ein bisschen. Diese hier, Lip Lecker von Manhattan, finde ich nicht so gut. Und halt, ich weiß nicht, finde die riechen komisch. Die halten nicht so gut. Mag ich nicht so gerne. Den hier finde ich toll. Allerdings blättert der leider dann nach einer Zeit ab. Also der hält nicht so super. Aber so an sich die Farbe finde ich wunderschön. Und was ich auch neu habe und sehr, sehr gut finde, ist von NYX die Soft Matte Metallic Lip Cream. Also wie gesagt, die Lip Creams mag ich generell sehr gerne. Da habe ich auch noch mehrere Farben. Die sind irgendwie verschollen. Und das ist jetzt halt so ein Metallic Lip Cream. Finde ich halt auch wunderschön. Also ist halt auch irgendwie nichts für den Alltag. Aber finde ich toll und hat so einen ähnlichen Effekt wie dieser hier. Sehr cool. Dann habe ich hier einfach so ein paar Kajalstifte. Da würde ich jetzt nicht so drauf eingehen, weil benutze ich erstens sehr selten. Und dann sind das halt auch alles nur so Drogerie-Kajalstifte. Hier noch vom P2 aus einer LE so ein, ja, so einen flüssigen Eyeshadow. Ist das flüssig? Halt so ein Cremezeug, ist eine krasse Farbe, benutze ich allerdings sehr, sehr selten. Und hier noch aus der Glossy Box auch so. Und damit haben Svenja und ich, glaube ich, auch schon mal einen Look geschminkt. Kann ich euch auch verlinken, wenn ich es finde. Ist auch für die Augen. Und dann habe ich hier noch alles Mögliche an Lip Linern. Von P2 habe ich hier welche. Oder einen. Die von Trended Up kann ich sehr empfehlen. Die finde ich sehr, sehr gut. Die halten auch gut. Meine absoluten Favorites sind natürlich hier diese Extreme Last Lip Liner von Manhattan. Die sind einfach unfassbar gut und habe ich, wie man sieht, auch in ungefähr 1000 Farben. Ja, das ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Dann das hier sind diese von... Nee, der hier ist von Rival de Loup. Das war zu so einem Set mit so einem Liquid Lipstick. Der hier von Manhattan gehörte zu diesem hier, zu diesem Vivid Matte Liquid Lecker, was auch immer das ist. Von Essence, die finde ich auch okay, hauen mich aber nicht um. Oh, hier ist noch einer. Dann habe ich hier so ein... Oh, der wurde auch schon ein bisschen eingetrocknet oder abgebrochen. Ich glaube, der ist von
Ist der von Kiko oder ist der auch aus Spanien? Ne, Make-up Factory, das glaube ich nichts von hier, ne? Das ist einfach so eine Base für einen Lip Liner oder für einen Lippenstift. Hier noch einen von Rival de Loop, den finde ich nicht ganz so gut. Und noch zwei von NYX und mit denen bin ich auch sehr, sehr zufrieden und die haben auch eine tolle Pigmentierung. Lippenstifte habe ich, ich glaube, im Verhältnis relativ wenig. Also wirklich so Lippenstifte. Ich habe hier einen von Love, von Manhattan habe ich, glaube ich. Der hier ist, glaube ich, auch von Manhattan, ja genau. Dann habe ich hier so eine Probe Chanel Lipgloss. Hat halt einen super fetten Applikator und ist halt einfach ziemlich bappig, mag ich nicht so gerne. Dann diese hier finde ich ganz süß, die waren auch in der Glossy Box. Das sind so, ja, ich glaube Lippenpflegestifte mit Farbe oder so. Also eigentlich schon fast Lippenstifte, so doll wie die pigmentiert sind. Der hier hört sich gerade an, als ob er kaputt ist. Ja, das ist er. Der ist abgebrochen. Der gibt halt sehr, sehr wenig Farbe ab. Aber die Verpackung finde ich super süß. Der ist mir auch, den kriege ich leider nicht mehr rausgedreht. Das war eine sehr schöne Farbe aus einer Essence LE, aber der kann auch weg. Den hier mag ich super gerne von MDM Flow. Auch aus einer Glossy Box, ist ein super, super schönes Rot. Also total knallig und einfach schön. Und auch die Verpackung finde ich cool. Dann habe ich hier noch zwei von Manhattan. Die sind so ein bisschen sheer. Finde ich auch ganz okay. Allerdings benutze ich halt Lippenstift eher selten. Hier diesen Vivid Matte Liquid Lecker, whatever. Hier noch einen von Essence, den finde ich nicht so gut. Vibrant Shock heißt der. Das ist von Catrice, dieses Lip Powder. Haut mich auch nicht um. Diese Standard Essence Lippenstifte, die finde ich ganz gut tatsächlich. Kann man nichts mit falsch machen für den Preis. Hier ist auch einer aus der Glossy Box, den drückt man hier unten so raus. Ich weiß nicht, das ist halt ein sehr heller Ton, den habe ich auch bis jetzt wenig benutzt. Aber konnte ihn halt irgendwie auch noch nicht weggeben. Dann habe ich hier so einen Farbverändernden von Catrice, der sich halt dem pH-Wert der Lippen anpasst. Hier noch einen von Trended Up, hier nochmal einen von Essence. Oh, das ist hier noch so ein, witzig, wie so eine Kinderschminkbox und der gibt halt gar keine Farbe ab, wie ihr sehen könnt, der kommt auch weg. Den hier finde ich sehr gut, der ist mir, glaube ich, allerdings auch kaputt gebrochen von Tease, heißt das, glaube ich. Das ist eine wunderschöne Farbe. Ganz, ganz tolles Dunkelrot. Die finde ich auch sehr gut von Maybelline, die Color Drama. Den habe ich einmal in dieser Farbe und auch noch in dieser Farbe. Finde ich beide sehr schön. Und dann hier noch so Sachen, die ich nicht benutze. Obwohl doch diesen hier, den habe ich geliebt. Und davon habe ich auch noch einen anderen. Den finde ich allerdings nicht mehr wieder. Die sind sehr, sehr gut und die fühlen sich auch vom Packaging deutlich hochwertiger an als andere Lippenstifte. Das sind die Ultimate Stay. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Aber die sind cool. Dann habe ich hier noch einen Lip Scrub von Lush. Hier noch ein Fixing Spray von Essence. Das habe ich irgendwie noch nicht benutzt. Wollte ich aber auch mal. Dann hier von Balea, die Eternal Perfection, die jetzt wenn ja mal aussortiert, wollte ich nochmal testen. Bin ich allerdings auch noch nicht zugekommen, weil ich im Moment noch so viel Creme im Gebrauch habe. Dann habe ich mir hier mal Rizinusöl bestellt von Amazon. Einfach um das so auf die Wimpern. Ich habe mir hier so ein, auch von Amazon, solche, ja, wie so Mascara Flaschen, sage ich jetzt einfach mal, gekauft und da das Rizinusöl reingefüllt und dann mache ich das manchmal abends auf meine Wimpern. Ja, finde ich ganz cool. Die Dinger sind auf jeden Fall hochwertiger, als ich es gedacht hätte. Hier hinten ist nur so Krimskrams drin, eine Reisezahnbürste, Pinzetten, Anspitzer und hier sind meine Wattestäbchen und dann war es das mit der Schublade auch eigentlich schon. So, und zum Schluss komme ich nochmal zu meiner Alex-Schublade. Hier sind meine ganzen Lidschattenpaletten drin. Ja, ich glaube, euch die jetzt alle im Einzelnen zu zeigen, wird ein bisschen viel. Ich gehe die jetzt einfach mal so im Schnelldurchlauf durch. Hier habe ich von Catrice so eine Chrome-Palette. Dann die Sauve X, die ihr ja wahrscheinlich auch viele von euch kennen. Die mag ich super, super gerne und habe ich fast täglich in Benutzung. Von Makeup Revolution, die Iconic Pro, mag ich auch super gerne. Generell die
Make-up Revolution Paletten finde ich sehr gut. Hier habe ich noch eine und ich glaube noch irgendwo eine. Die U-Star Paletten kann ich auch für diesen kleinen Preis sehr empfehlen. Die habe ich bei Douglas bestellt. Für 8 Euro, glaube ich. Und dafür ist die Qualität halt einfach ziemlich gut. Ich kann mal kurz zwei swatchen. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Dann habe ich hier die Kylie Bible Deluxe Edition. Auch benutze ich auch sehr, sehr gerne. Meine Zu Eva Paletten sind auch, mag ich sehr gerne. Einmal die Caramel Melange, dann noch die Matte und die Cocoa Blend. Die Mrs. Bella Palette mag ich auch super gerne. Dann habe ich hier noch zwei von diesen Essence Must-Haves. Benutze ich tatsächlich gar nicht so oft, aber zum Reisen durchaus eine Möglichkeit, wenn man sich was zusammenstellen möchte. Dann habe ich hier von Rival de Loup die XXL Glam Palette. Die mag ich nicht so gerne, weil die einfach von der Pigmentierung nicht so gut ist. Habe ich hier auch von Lotte London. Die Verpackung ist tatsächlich hochwertiger, als ich es erst vermutet habe. Allerdings bin ich hier von der Pigmentierung ein bisschen enttäuscht. Also, ich denke, ihr könnt das im Vergleich zu der Justa Palette ganz gut sehen. Und die hat halt auch 15 Euro oder so gekostet. Bin ich leider ein bisschen enttäuscht. Dann habe ich hier noch eine, da habe ich einfach mal so Mono-Lidschatten in so eine Set-Palette gesteckt. Dann habe ich hier noch diese Icon Mini von Absolut New York. Die war auch mal in der Glossy Box, finde ich ganz süß. Dann habe ich hier noch welche von W7. Die finde ich so, was Preis-Leistung betrifft, auch sehr, sehr gut. Sind halt immer so Dupes von den Naked-Paletten. Habe ich aber eine Zeit lang auch echt fast täglich benutzt. Ja, genau. Hier habe ich noch eine von Make-up Revolution. Wie gesagt, die finde ich sehr, sehr gut. Obwohl ich glaube, es heißt jetzt nur noch Revolution und nicht mehr Make-up Revolution. Habe ich hier noch eine von Max Factor. Die finde ich auch gut. Diese Chocolate Nudes von Catrice mag ich auch sehr gerne. Die war mal aus einer Essence LE. Mag ich aber auch. Sind wunderschöne Farben. Mal kurz gucken, was sich hier hinten noch verbirgt. Da gucke ich tatsächlich gar nicht so oft rein. Hier von Love, diese kleinen, die sind super gut pigmentiert. Also echt, die sind butterweich und krümeln, aber sind sehr gut pigmentiert. Diese hier von Maybelline mag ich auch sehr, sehr gerne. Die Toasted von W7 benutze ich tatsächlich sehr selten. Die Absolute Rose finde ich genauso wie diese Nudes Palette auch für den Preis sehr gut. Die habe ich mir mal im Sale gekauft. Habe ich, glaube ich, erst einmal benutzt. Und dann habe ich hier noch zwei so Concealer Paletten von Amazon. Sehr, sehr billige Verpackung und eigentlich ja, bin ich jetzt nicht so begeistert von. Habe ich, glaube ich, habe die andere mal benutzt. Ja, genau. Aber auch nichts, was man unbedingt besitzen muss. So, das war's dann auch. Mehr habe ich nicht an Kosmetik, aber ich denke, das reicht auch. Also natürlich wird im Laufe der Zeit immer noch mal was dazukommen, aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder auch gerne immer Verbesserungsvorschläge in die Infobox. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!